Hallo liebe Filmfreunde, liebe 3D-Fans, willkommen hier bei 3D Way. Ich habe mir heute mal die Insel der besonderen Kinder in 3D angesehen, der läuft hier gerade noch ein bisschen bei mir. Ja, dieser Film ist ganz knapp am Status Referenzfilm vorbeigerauscht, liegt hier aber mehr an den Pop-Out-Effekten. Wir haben hier so leichte Effekte, da muss man wirklich ganz genau hinschauen, dass man die überhaupt sieht. Das ist dann mehr so Schnee, Regen, Funken oder Bienen, die hier lang fliegen. Es gibt auch einen Pop-Out-Effekt, der wirklich weit rauskommt, auch ein bisschen länger dauert. Das sah ganz ordentlich aus. In den ganzen Filmen gibt es ganz viele Szenen, wo man wirklich sehr viel hätte draus machen können. Schneebälle, die genau auf die Kamera zufliegen, Vögel, die genau da drauf fliegen. Also da gab es wirklich genügend, wurde leider alles nicht genützt, was ich sehr schade finde. Der Tiefeneffekt ist ja auf jeden Fall schon mal Referenz. Wir haben sehr schöne Tiefe, eine gute räumliche Staffelung den ganzen Film über. Das zieht einen quasi wirklich in den Film rein. Es hat mir sehr gut gefallen. Das Ganze noch in Vollbild, wirkt also auch noch mal ein bisschen mehr. Kein Großding in dem Film. Also da haben wir auf jeden Fall Referenz in der Tiefe. Ein paar mehr Pop-Out-Effekte und wir hätten hier einen absoluten Knaller gehabt in 3D. Trotzdem klare Kaufempfehlung wegen der Tiefe. Wenn ihr den Film noch nicht habt, unbedingt zulegen. Lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Euer 3D Way.